Man mag gar nicht guten Tag sagen nach Israel, nach Tel Aviv. Zu Michael Beverunge, vielleicht sollte man Shalom sagen und sich das wünschen. Wie ist die aktuelle Situation in Israel? Ja, guten Morgen nach Bonn. Leider kein Shalom aus Israel, denn Frieden ist hier überhaupt nicht absehbar. Wir haben im Bericht gesehen, die heftigen Luftangriffe gehen weiter und auch die Raketenangriffe der Hamas. Aber die ändern nichts an der Situation rund um Gaza. Dort ist die Armee noch immer damit beschäftigt, die Kontrolle zurückzugewinnen. Und was noch viel schlimmer ist, offenbar ist es nicht gelungen, den Gazastreifen wieder abzusperren, sodass immer wieder Kämpfer aus Gaza in die Ortschaften infiltrieren können. Es kommt zu neuen Gefechten und diese Situation ist noch lange nicht bereinigt. Ja, und man bereitet ja eine militärische Antwort vor in Richtung Gaza, in Richtung Hamas. Ist man da jetzt schon weiter? Weiß man da mehr oder muss man das einfach leider abwarten? Nein, alle Zeichen deuten auf die systematische Vorbereitung einer solchen Bodenoffensive hin. Wir waren gestern selber in der Region, wir waren auch in Sderot. Die Stadt ist inzwischen wieder gesperrt, weil auch da wieder Kämpfer eingedrungen sein sollen. Und wir haben dort viele Truppen beobachten können, lange Panzerkolonnen, Haubitzen, die auch schon bereits nach Gaza hineinfeuern. Der Generalstab hat mehrere hunderttausend Reservisten einberufen. Man merkt das mittlerweile hier auch in Tel Aviv auf den Straßen. Viele Geschäfte sind geschlossen. Die Reservisten gehen natürlich nicht mehr zur Arbeit. Also das ist sehr deutlich zu spüren. Es werden teilweise Ortschaften im der Nähe des Gazastreifens, aber auch im Norden evakuiert. Denn es könnte auch einen Zwei-Fronten-Krieg geben. Es gab zwar gestern nur einen eher symbolischen Beschuss der libanesischen Hezbollah, aber wenn sich Israel tatsächlich entschließen sollte, in den Gazastreifen einzumarschieren mit Bodentruppen, dann könnte es natürlich auch für die Hezbollah eine Versuchung geben, Israel einen Zwei-Fronten-Krieg aufzuzwingen. In Israel ist das bereits alles auch Thema und zumindest offiziell einkalkuliert. Man sei in der Lage, einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Und alle Beteiligten in der Regierung und auch im Militär lassen keinen Zweifel daran, dass es diesmal bei der nächsten Kampagne darum gehen wird, die Führung der Hamas und den militärischen Arm der Hamas komplett zu zerschlagen. Wenn das mal irgendwie gelingen könnte, das versucht man doch schon seit Jahren. Yom Kippur, wir fühlen uns alle daran erinnert, vor 50 Jahren und dann der folgende Krieg. Das ist ja quasi wie ein Stachel im Fleische der Israelis. Und jetzt dann 50 Jahre später, nicht ganz genau nach Yom Kippur, aber fast. Warum ist denn dieser Angriff der Hamas so unter dem Radar gelaufen, dass er überhaupt so stattfinden konnte, so massiv? Also es gibt noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Tatsache ist, dass sämtliche Warnzeichen übersehen worden sind. Es gab Warnzeichen, es gab Beobachtungen von Manövern. Es gibt Meldungen, dass auch die Ägypter gewarnt haben sollen. Es gibt den Bericht eines Ex-Generals, der genau dieses Szenario vorher beschrieben hat. Aber es ist so ein bisschen ein epochales Ereignis wie der 9. September 2001 in Amerika. Auch den hat man nicht vorausgesehen. Es ist ein massiver terroristischer Angriff auf Israel mit einem geradezu Massenmord an über 700 Menschen. Dazu Hunderte in menschenverachtender Weise bloßgestellt als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das ist ein Ereignis, was tatsächlich hier nicht nur mit Yom Kippur, sondern eben auch mit dem 11. September verglichen wird. Und nicht nur der Angriff ist in gewisser Weise ähnlich, sondern auch die Folgen werden ähnlich sein. Damals hat Amerika die Weltpolitik geändert und auch Israel wird seine Politik drastisch ändern und versuchen, die Rahmenbedingungen, und zwar die grundsätzlichen, hier im Nahen Osten zu ändern. Ganz kurz noch zur Regierung Netanyahu. Da hört man etwas davon, dass man eine Art Notstandsregierung mit der Opposition bilden möchte. Wie viel ist da dran und was bedeutet das? Das sind Gespräche, die am Laufen sind. Schon am ersten Tag haben die Oppositionspolitiker Gantz und Lapid eine Regierung des nationalen Notstandes angeboten, eine Einheitsregierung, teilweise mit Bedingungen, dass dafür vorher bitte die zionistischen Extremisten in der Regierung die Siedlerparteien verlassen müssen. Das ist im Schwange. Netanyahu hat lange nicht reagiert.
Im Moment geht es ein bisschen hin und her. Das ist ein sehr heikles Thema, weil natürlich jede Seite sich entblößen könnte in dieser Diskussion, eben auch in dem Grundsatzstreit, der ja innenpolitisch hier in Israel geführt wird. Netanjahu ist umstritten. Ich kann mir das vorstellen, dass es zu einer solchen Einheitsregierung kommen könnte. Aber im Moment kann man sagen, dass es eigentlich nur Vorgespräche und ein Abtasten ist, zu welchen Bedingungen das möglich wäre. Ja, wir sind nicht nur gespannt, sondern wir hoffen natürlich, dass es möglichst friedlich weitergeht. Aber die Zeichen stehen ein bisschen anders. Dankeschön, Michael Beverunge, nach Israel, nach Tel Aviv. Und bitte passen Sie auf sich auf. Vielen Dank.